Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Der Karneval beginnt, Magic City Detektiv. Also ein Wimmelbild. Gibt's jetzt zurzeit Haufen irgendwie bei Steam, also Massen als Demo, aber alles schon ein paar ältere Sachen. Wir gucken trotzdem mal rein, denn ihr wisst ja, Wimmelbilder sind immer gern gesehen bei uns. Und Michelle ist natürlich mit am Start. Hallo. Detective, happy Mardi Gras. I'm Elizabeth. I'm so glad you came. It's easier to trust people like me, half-breeds. I got elf blood in me, though you can't see it from my ears. So, my father is the guardian of the others in New Orleans. He keeps many rare and dangerous artifacts. One of them, the Dagger of Worlds, was stolen from our house. This thing must not fall into the wrong hands. You'd better come right to our house. You'll find my sister Clarice there. Meanwhile, I'm going to look for witnesses. Let's meet back here when we've both found something useful. Möchtest du eine interaktive Hilfe? Nein. So. Ja. Da sind wir drin. Michel, hast du Bock auf Wimmeln? Naja, mal gucken. Es gibt nichts Besseres. Sag ich dir. Ich brauche ein kleines Schmuckstück, um dieses Problem zu lösen. Na gut. Ja, ist okay. Die Kette reparieren. Eine Münze gefunden. Na gut, okay. Dann gucken wir mal, was können wir uns hier so angucken? Viel. Gucken wir mal da. Eine Karnevalsmaske und ein Luftballon. Und eine Karnevalslaterne. Darfst du nicht rein. Ah. Hab natürlich noch nicht das Amulett. So, eins von drei. Okay, werden bestimmt drei Laternen ran müssen. Eine Hammer. Gucken wir mal hier an der Tür. Als erstes muss man anklopfen, da brauchen wir eine Türklinke. Ja, will was haben. Belohnung. 5 Goldmünzen will er. Hab ich keine. Da liegt aber was neben den, seine Hand. Ja, aber das kann ich leider nicht klicken. Achso, das ist es. Ja. Ah! Eine Maske haben wir gefunden. Okay. Der Kristalllink? Warum? Ja, den kann ich nicht nehmen. Da kann ich nichts machen. Das Krokodil. Na. Habe ich hier vielleicht was übersehen? Ah, okay. Ne, der will Goldmünzen haben. Minus 5 Goldmünzen, ja. Hä? Als ob ich mit der Karnevalsmaske das machen muss. Wer kommt denn auf solchen Mist?
Also. Oder? Hm. Okay, wir haben hier eine Kette. Das heißt... Na, nein, jetzt hör doch auf. So. Batterie. Und das, die dritte Lampe. Die dritte Lampe und ein Beutel. Oh, das könnte das erste Wimmelbild werden. Oh, jawohl. Deswegen spielt man solche Spiele. Match 3 spielen. Ja, was? Ich kann die Maske bemalen. Welche Maske? Ja, schon, aber... Ja, man muss ja erst einen Pinsel finden. Ja, Pinsel oder Farbe? Oder muss ich zurück? Ein Beutel? Ach so, da könnten Münzen drin sein, ne? Mhm. Nee. Den muss vielleicht auch Münzen machen, oder? Oder kommen die Münzen dann rein? Nein, es muss schon hier hin. Aber ja, ich habe dort eine Maske. Ja, das ist mir bewusst. Hier ist eine Schere. Ich verstehe das Problem nicht jetzt gerade hier. Kannst du da nicht wild rumklicken? Bei Sachen, wo du denkst. Oh Gott! Naja, irgendwo muss dann. Jede Stadt wählt eine Faschingskönigin, die die Feierlichkeiten einleitet und an den Paraden teilnimmt. Die Faschingskönigin. Ah, da. Während der Umzüge werfen die Menschen viele kleine Perlen in die Menge. Es gibt eine Tradition, sie aufzusammeln. Perlen. Ja, links. Das traditionelle Faschingsessen für den König hat die Form eines spitzförmigen Kuchens. Die Pfannkuchen sind rund wie die Sonne. Das einzige, was fehlt, ist ein Tropfen süße Bärenmarmelade. Da ist die Bärenmarmelade. Ja, Pfannkuchen sind rechts neben der Gitarre. Wirklich. Mardi Gras wird häufig von Live-Jazz-Musik begleitet. Das Kostüm dieses gestreiften Tieres wird, das sehe ich hier, ohne diese bunten Ballons kann man bunte Ballons. Feste sind immer laut, bringe deine Rasseln und Trillerpfeifen mit. Rasseln und Trillerpfeifen. Was? Willkommen im Frühling? Ende des Winters. Okay. Sonnige Wärme. Genau, das Bild Sonne. Ja. Goldmünzen aus Schokolade. Und wir haben einen Türhebel noch zu finden. Hast du den schon gesehen? Einen. Ich glaube. Nee, doch nicht. Ich dachte, wo das Tier da drauf sitzt. Tja, wo hat er sich versteckt? Nee. Ach, dahin. Der Thüring. Ja, die Errungenschaften sind ja schön. Er ist ja schön.
So. Kannst du zum nächsten. Türknauf ran. Läuten. Ja. Oh. Geld? Das Geld kannst du mir geben. Ja. Wow. Was? Okay. Ring. Sag deinem ankommenden Detektiv, dass er mit mir sprechen muss, wenn er irgendwelche Schwierigkeiten hat. Esmero, Leiter der Gilde der verbotenen Magie. Siegelring. Na gut. Was haben wir da auf dem Boden? Kleber. Und da ist irgendwas im Boden. Also was zum Kleber zu entfernen und was zum rauszuziehen. Ich könnte ja mit dem Beutel. Nee. Das ist heiß. Mhm. Okay. Da muss ich was nehmen, das kalt ist. Den roten Beutel einschmelzen. Magischer Staub ermöglicht es dir, Gegenstände, die aus irgendeinem Grund zerbrochen sind, Magie zurückzugeben. Ja, ja, ist ja nur okay. Ah, okay, okay, okay. Ja, ist ja in Ordnung. Hallo, Katze! Ich hab nichts zu fressen bei. Okay, also wir müssen auch für die Katze etwas zu fressen finden. Da kommt ein Griff oder sowas. Der Schlüssel. Ah ne, der ist ja zu brauchen, ne? Ja, dann muss ich ja erst hier reparieren, dann muss ich aber erst was zu essen für die Katze finden. Da unten ist irgendwas, ja. Aber da komme ich noch nie ran. So. Kommen wir zur Bibliothek. Ja. Achso. Ist ja okay. Oh. Die Ehe des Wächters der anderen Unsterblichen wurde in Faschinggeist gebrochen. Gott. Buch 2. Aha! Nordauftreter. Was haben wir hier? Eine Artefaktscherbe. Ein Schmuckkästchen. Da muss irgendwas noch rein. Es fehlen ein paar Gegenstände.
Ja. Ein Korkenzieher. Okay. Was haben wir hier? Was? Also was passiert, wenn ich das Bild zusammensetze? Ach, hier muss die Artefaktmaske rein. Okay. Da brauchen wir dann die Artefakte. Zwei fehlen noch. Okay. Dachte mit dem heißen Beutel an das Dings dann. Genau. Nee, geht nicht. Ah, das geht. Tja, was ist denn das hier wieder? Hä? Ach, konntest du das nicht rausziehen gerade, oder? Was? Ach so, wir haben einen Korkenzieher, Michelle. Ja. In Lösemittel. Mensch, manchmal sieht man Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? So. Ein Riegel 1 von 2. Bringt mir jetzt auch nicht viel mehr. Ui. Das kriegst du vielleicht mit der Haarnadel raus, was da unter ist. Nee, das ist kaputt. Da fehlt ein Rot. Ah, und da musst du jetzt die anderen Sachen ranmachen. Okay. Tausend und ein Artikel hier. Die Katze Hörner oder was ist eine Schleife oben drauf? Noch. Das ist ein Hörner. Glasscherben. Gefährlich, gefährlich. Na, wie soll ich denn das anbacken, ohne dass ich's. Der hat doch gezeigt, was du dafür brauchst für diesen Teleskop. Also diese Platte Dings da, ne? Ja, das ist richtig. Aber ich frage mich, warum der Tipp ist, dass ich hierher soll. Weil ich. Ich kann es doch gar nicht aufheben. Dann wollte was rein. Ja, aber ich kann es ja nicht. Ich kann es ja nicht anfassen. Oh Gott! Oh mein Gott! Was soll ich denn nun hier wieder machen? Unten, denke ich mal, vielleicht. Die was? Das Ding unten die Kiste rausholen oder so. Ja, das ja. Ach so, mit dem Regenschirm vielleicht, ne? Ja. Mein. Echt?
Plättchen vielleicht sonst? Ah, der Ring, ja klar. Ring, um den Kopf aufzumachen. Eine Hornhäute. Und hier war eine Schallplatte dann später hin wahrscheinlich. Ja, da kannst du jetzt dieses Ding vielleicht dran machen. Diese Dreh-Dings, was du da hast. Bei der Schallplatte. Um das richtig in Form zu bringen vielleicht. Oh, jetzt ist doch alles drin. Ja. Hallo? Fünf Schlüssel. Stelle die Schlüsselteile in die richtige Position, damit sie richtig passen. Du kannst das rausfinden und das Ergebnis überprüfen, indem du auf die Play-Taste drückst. Der untere stimmt schon mal. Aber welcher untere? Ja, der hinten. Der hinten. Der letzte, ne? Letzte. Ganz rechts stimmt. Was soll ich die anderen? Mitte. Ja, nur noch der zweite und dritte von. Nee, der stimmte. Ja, aber das geht immer in der Ausgangsposition zurück. Wer ist da? Also der muss ganz oben sein. Du hattest am Anfang hattest du schon. Ja, aber ich verstehe jetzt gerade nicht. So. Ich glaube, der erste der war wieder höher. Also ganz rechts der. Nee, der nicht der andere. Der war höher, glaube ich. Am Anfang. Ja, genau. So, der erste und letzte stimmt. Das heißt. Also der genau. Und der stimmt. Und ja, genau. Du musst die anderen ein. Und nimm einfach einen und dann. Guck halt. Nee. Nee. Genau. Also der zweite einen runter. Genau, der andere einen hoch. Oh. Genau. Also so, so. Und dann den nochmal. Ja. So, ein runter, ein hoch. Ja. Ein hin und her. On off die da. Da hört eine Glühbirne, die Glühbirne halt. Ja. Aus dem anderen Dings. Die musst du nur aufnehmen. Ein Gegenstand, um dann mit rüber zu kommen. Ah, Trichter. Der Mardi Gras. Ja, ist okay.
Oh, das ist ein Fingerabdruck. Kannst du mit einem Wedel irgendwie und... Genau. Einmal leuchten und dann... Mit diesem orangen und Dings, dieses Plättchen, genau. Aber da haben wir nur eins von zwei. Nee. Muss irgendwie das wohl... Ja, vielleicht brauchen wir dann ein Klebeband, ja. Teaserfilm. Münzen gefunden. Hey. Okay, da muss wohl ein Kristall rein. Na, reflektieren müssen wir den Streu. Davon ist 1 und 2. Okay. Hast du doch schon was um uns rein? Und die mit ihrer blöden Maske. Och, zu spät. Um den Strahl so umzuleiten, dass er seinen Zwilling erreicht. Ach. Also von da aus kommt der Strahl. Na, ist doch, oder nicht? Die wollen das alle benutzen, oder nicht? Man könnte es sich so einfach machen, ne? Den anderen nur weiter höher. Den genau und den zwei höher. Ja. Sehr gut. Da muss jetzt was rein. Als ob da das Lederarmband rangezogen wird. Und Tesafilm. Als ob jemand ein Artefakt einfach so dort einbaut und damit. Also. Wahrscheinlich der Fingerabdruck von ihr jetzt drauf. Ja. Jetzt und jetzt eventuell. Zu der Lampe vielleicht. Mit dem. Ja, aber. Alles klar. Ich hab gar nichts. Finde die Unterschiede.
Ach du Heilige, ich hab nicht aufgepasst. Was? Ah, einmal ist die Blume, die lilane. Die was? Die lilane Blume. Da sind doch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blumen und die obere ist es, die weggeht. Ah ja, hier, die Feder. Die Schleife. Ah, die Schleife. Der Hut, rechts der Hut. Der Mund. Ich glaube, die Flaschen, ne? Diese. Die färben sich, glaube ich. Flaschen? Die neben der linken Kerze. Weiter links und oh, genau. Die. Okay. Der Schwan. Ah, neben der Gitarre, dieses Grünzeug. Okay. Hier hinten. Vielleicht beim Schachbrett? Nee, noch nicht. Das habe ich ja gedacht, aber. Die Tüte rechts irgendwie. Daneben dieses Teil. Naja. Ah, Tim. Och. Ein Manschett. So, jetzt kommen wir nämlich in die Tür rein. Ein elender Rumpf, ey. Gesundheit. Ah, danke schön. Ein USB-Stick. Also, wir haben aber viel. Zweite Batterie. Trichter. Alter, wie viele... Fingerabdrucker mit der Datenbank, da Fingerabdrucker. Ja, aber da brauchen wir eine Maus erstmal. Ach so. Keine Maus, keine Fingerabdrücke. Ein Spitzer. Hm.
Kannst du mit der Haarnadel vielleicht öffnen? Ja, das ist nur noch eins von zwei. Und die Haarnadel ist weg, dadurch, dass wir den Beutel geöffnet haben. Ach, guck an. Na, mach doch rein! Willst du mich verarschen? Aha. Eine Funkmaus. Das ist auch schon sehr umfangreich. Eine Maus. Kein Passwort. Das musst du auch nicht. Das Passwort habe ich nicht. Okay. Da liegt was bei der. Das war ja die Tasche. Können wir denn irgendwas anderes machen? Wir haben Trichter. Wir haben die Riegel. Haben wir das irgendwo gebraucht? Nein. Ja, das, damit musst du ja das Ding bauen. Das war ja mal die Anleitung nochmal. Ja. Nein, ich will. Okay. Eine Kurbel und hier steht vom Artefakt. Das ist immer noch Bibliothek. Ja, es muss ja sein. Neben dem Schirmlichter war es dieses. Ja, aber. Oder? Genau. Ah, okay. Eine Kurbel. Nee. So. Nein. Da kommt die Kurbel. Ach, da brauche ich Stethoskop. Wollen die vielleicht einen Trichter da noch bauen? Ist nicht der Ernst, oder? Nee. Ich habe kein Stethoskop. Es tut mir leid. Alle Gegenstände ausprobiert? Ja, das ist Stethoskop würde ja. Ich muss ja irgendwas haben, wo ich eine Ohrmuschel dran habe. Das habe ich ja nicht. Ja, fehlt halt noch ein Trichter, ne? Genau. Um die Ohrmuschel. Ach, der war doch Vogelkäfig oder nicht? Das stimmt. Hier ist auch noch was, aber ich. Die Stärke zu testen. Oh, das Gelb mit der blöden Maske.
Das ist so, das ist so nervig. Okay. Ein Wimmelbild. Die 691. 42. Was? Die 907 haben wir da. 3746. Die 2 sehe ich. Eine 2 sehe ich ja, aber... Die 42 ist eine Schublade. Rechts. Wie bitte? Die 42 ist in der Schublade rechts. Okay. Da haben wir die 2746. Die 2. 92 ist oben Mitte über beim Grünen, genau. 6054 unter den grünen Ordner. Naja, 8 ist der 8. Oktober. 12 ist hier drüben, da ist das 6457. 743 ist da. Und das ist wieder was, was ich wieder nicht sehe, ne? Ich schaue unter der Schere, links unter der Schere. Die ah ja. Was? Was? Die letzten... Achso, 7431 ist das Passwort. Der Katze jetzt zum Rechner. Oh. Spezies-Satyr. Ja. Monatsigen Füße, Nordbahne hell. Messmärschnitten. Böswilligkeit. CDs. Ohne Tinte geht es nicht. Ja, klar. Vertraulich. Aber du kriegst einen Stern, ne? Weiß halt nicht, ob... Ja. Die steckt ja wahrscheinlich damit unter einer Decke und will dann ja wahrscheinlich Versicherung abkassieren oder sowas. Versicherung abkassieren. Ja. Na gut, okay. Haus des Wächters. Mit der Kitty. Die will immer noch was zu fressen, aber wir haben nichts zu fressen. Die Kurbel. Kurbel? So. Ich dachte. Dass man das ankurbeln muss. Warum denn nun schon wieder in der Bibliothek? Ich schätze mal wegen der Lampe, oder nicht? Oder das Schmuckkästchen. Da könnte die Kurbel aber sein. Ich dachte, hier fehlt noch was hier vorne dran. Ein Kamm. Für die Katze. Der Katze-Kamm? Ja, Katze-Kamm. Nee. Die will was zu fressen haben. Die will was zu fressen haben. So typisch. Ja. Und dann stellt man was hin und dann riecht sie dran und schüttelt mit dem Kopf.
Als ob, als ob man die, also, wer soll denn auf sowas kommen? Oh mein Gott. Man kann es aber auch übertreiben mit Gelaber. Eine Seidenserviette, ne? Die können wir doch nehmen, ja. Jo, jetzt hast du die Glühbirne für die Lampe. Schon haben wir die Glühbirne, jawohl. Das Vogelamulett war am Käfig. Und jetzt kriegst du die Tröte. Ja, Trichter. Eine Feder und eine Tröte. Jetzt ist natürlich die Frage. Wo haben wir die? Eine Feder? Naja. Den Trichter jetzt mal ran. An das Ding. Und Bärenwund. Und jetzt? Was fehlt dir noch? Ein Kamm, eine Feder, Karnevalsmaske, Luftballon. Ja, Luftballon. Gut. Können wir uns safe knacken. Mhm. Drehe die Feldzellen, um den Weg zum Sturz zur Ziellinie zu schaffen. Was? Ach so. Ah. Genau. Und dann noch. Nee, der muss schon so, ja. Okay. Ja, das passt ja nicht. Da muss er so. Ja. Den runter, das ist glaube ich schon recht an der Linie. Kann man den da anders machen? Kann man den da so rum? Könnte ich auch. Das geht aber nicht. Nee, mal schon runter, das ist schon richtig. Der einmal, genau, und dann der zweimal. Na, nochmal. Und der nach rechts, genau, und dann der. Kommt dann hoch. Genau. Rechts. Hin. So. Ah, ne. Ja. Runter. Ja. Mal, ganz schön ist hin und her gedreht hier. Ein Foto weiß was das. Münzen. Und eine Patrone für den Toner. Super. Ja, schwarz hat gefehlt. Als ob das jemand interessieren würde, ob das auch noch schwarz ist. Okay. Nein, hör auf. Nein. So, jetzt können wir den Typen seine Münzen geben. Mhm. Diät-Gumbo. Das Futter für die Katze. Als ob eine Katze Diät-Gumbo fressen will.
Die Katze würde dir das Zeug um die Ohren hauen. Zu Recht. Ja, natürlich liegt sie auf die Sachen drauf. Komm mit dem Kamm. Und da ist das Dritt. Na, siehste. Rocky, Flecky geht das, sag ich dir. So, hier können wir was machen. Mit dem Schraubenzieher, die Schraube. Ah, ein Handschuh. Okay. Ah. Haben wir die Kerze. Und eine Nagelfeile. Die Bibliothek, können wir endlich das Spiel machen mit diesem komischen Karnevalsding hier. Mhm. Baue das Artefakt zusammen, verändere die Position der Teile entsprechend dem Weg zum zentralen Punkt. Ach du Schreck. Okay, der ist richtig. Der ist jetzt auch richtig, okay. Mhm. Ja. Okay. Einmal noch. Nochmal. Oben rechts nochmal. Hab ich doch, oder? So. So, nee, warte, ja, das stimmt, war richtig. Ich dachte, er hat sich wieder zurückgedreht. Mensch. Hä? So, und den Geistern zu Beginn der Erschaffung. Guck mal, da ist er durch. Ja. Der Dolch. Eine ziemlich gefährliche Sache. Du Heilige, was ist denn da los? Finde alle gleichen Gegenstände. Na los geht's. Was ist hier der gleichen Gegenstände? Für das Ritual der Suche nach einem Verdächtigen verwende ich die Karte der Stadt, ein Foto des Verdächtigen, einen magischen Anhänger und eine Kerze. Was? Was? Also muss man Dolche, zwei Kerzen und sowas alles finden. Zwei Steine. Von jedem zwei, oder? Ach so, ja. Ach so. Alles klar, wie Memory. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Wo gibt's hier noch einen gleichen Gegenstand? In der rechten Schublade ist der, glaube ich. Aber ich kann die doch nicht aufziehen. Nein, innen drinne, in der rechten Schublade innen drinne. Ach so. Gut gemacht. Was fehlt da jetzt noch? Ah ja. Machst du.
Hä? Ach, dann muss ich mit der Kerze beiden stimmen. Nee, das Ding muss oben. Der Kreis. Genau. Und jetzt der Kreis. Der muss. Genau. Und unten das da stimmt. Also das lange. Das lange stimmt nicht. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo das lange ist. Hier die zwei. Das ist das Problem. Nochmal. Ah ja, das hier. Genau. Genau. Da. Das Fragezeichen war noch Panne. Genau. Hä? Ach, das verändert sich ständig immer wieder. Ich muss das paar Mal machen. Meine Güte. Das könnte mir eher sagen. Die 9 stimmt eben. Genau. Ja. Marktplatz der magischen Realitäten. Sind wir bei Harry Potter oder was? Ich weiß auch nicht so richtig. Oh mein Gott, also. Das Ding. Unten links ist doch der bloß, ne? Der da rechts kommt. Ja. Der Fluss kommt, das kommt bei alles. Die letzten drei kommen ein weiter vor jeweils. Damit es unter einem Schild ist. Ja. Genau. Genau. Ja, das stimmt. Aber. Nee, etwas stimmt da noch nicht. Ah! Vielleicht müsste es aber alles eins noch links. Die Bank, dass das eins weiter noch rechts muss, weißt du? Das ist doch. Achso, ja, ja, stimmt auch. Aber dass die beiden, jetzt. Die beiden, die kommen zusammen, das ist die Bank. Der andersrum. Genau, mit dem linken. Nee, das ist die Bank. Wo war die Bank? Was ist das? Nee, der Koffer ist die Bank hier. Das ist ja okay. Aber da fehlt trotzdem. Da muss. Nein. Kommt das vielleicht ganz. Na, nee, das ist schon. Rechts oben das Dach. Das ist, kommt ganz. Also, das. Das, ja. Das ist, glaube ich, das Ende von dem Link ganz links ist. Also. Hier hin. Dass das dahinter kommt. Genau, und davor jetzt das erste jetzt genau.
und dann. Hä? Ach so rum. Genau. Der. Überlässt mir mal Tastatur. Ich hab's ja. Untere Elemente. Ach, ich hab das. Alter, ist das verwirrend. Ja. Wo ist denn der? Oder? Ich kann dir aber auch, oder? Okay. Bitteschön. Du kannst. warte mal. Warte mal, die kommen jetzt. Das ist hier auf jeden Fall unten. Das stimmt. Warte. Hier ist das Haus. Das kommt auf der linken Seite. Du kannst da einfach ganz nach links klicken. Also einmal einfach dorthin, wo du es haben willst. Ja. So. Das ist schon mal korrekt. Und dann kommt das. Das da. Da. Der stimmt aber. Na, der mit ganz rechts, glaube ich, ne? Oder? Da ist doch die rote Tür ganz rechts unten. Die muss noch ganz links. So. Alter Schwede. Wow. Oh nein! 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 Was ist das schon wieder? Keiner will solche Puzzle. Hä? Nur benachbarte Kacheln können miteinander getauscht werden. Oh nö. Oh nö. Ich sehe doch nicht mal, wo was frei ist hier. Warte mal. Hand und. Hand da. Da kommt dann die Hand. Die Hand. Der Arm. Warte mal. Ach, nee. Warte mal. Nee, Quatsch. So. Das nur. So. Das da. Kriegt er jetzt darüber? Übel, ja. Nein.
Bravo! Oh, nicht jetzt. Der kommt an. Nein. Ach so, schreck mich. Oh. Ach so, warte mal, das ist fest. Das stimmt schon mal. Aber das stimmt nicht. Wir haben aber auch 1 Stunde und 6 Minuten. Ja. Wir könnten theoretisch auch sagen, genug. Das stimmt schon mal. Das stimmt. Nee, so rum. So rum. Nee. So rum. Nee, 2, 3. Aber der stimmt nicht. Okay, wir können auch einfach... Sauer. Bad. Ach. So, meine Lieben, ich will aber sorgen für ein... Ja, für ein Letztest angezockt, reicht das? Ja. Alter, es ist gerade laut gewesen, ey. Für ein Letztest angezockt, reicht das? Wimmelbilder haben wir ein paar gemacht, ein paar Rätsel gelöst. Ist halt ein klassisches Ding. Von der Sorte gibt's halt Tausende, ne? Also. Ja, stimmt. Die sind alle so. Das eine macht halt das ein bisschen anders, das eine das, aber grundlegend alles eine Soße. Man weiß also, auf was man sich einlässt. Ja, war ganz witzig, ist aber jetzt nicht unbedingt meins. Also, Karneval ist jetzt unbedingt nicht meins und. Ja, aber hey, das ist ja immer so ein Ding. Die haben ja immer verschiedene Richtungen, die es geht, ne? Also entweder Fantasy oder so Detektivgedöns oder es ist ganz unterschiedlich. Aber hey, ist halt ein klassisches Wimmelbild, was will man machen? War trotzdem ganz witzig. Mir persönlich war es ein bisschen zu wenig klassisches Wimmelbild. Also dieses klassische Wimmelbild ist ja wirklich, es steht dort. Finde Schraubenzieher und dann finde den Schraubenzieher. Das ist halt wieder, hier war es wieder so eine neumodische Art und Weise von verbinde Objekte miteinander, um dann das Richtige zu bekommen. Ich mag da und da was finden, da und da zurück. Ja, ich finde das klassische Wimmelbild an sich schöner, wo du einfach einen, was dort stehen hast und das musst du finden. Das gefällt mir persönlich mehr. Ja.
Aber ist eine Geschmacksfrage. Wie hat es dir gefallen? Ich weiß, du bist ja nicht so der Wimmelbild-Affine. Ja, ich bin halt, ich mag halt Rätsel, mag ich halt. Aber wenn die jetzt nur sind, so immer so halt, ja, wie sagt man das? Also das durch pures Rumklicken, dass man das irgendwie dann löst, ja, dann finde ich es irgendwie dumm. Aber ja. Ja, ja. Also, wenn sie halt eben zu leicht dann halt dann durch einfaches Rumklicken dann auch mit diesen Sachen halt, also mein Wimmelbild mag ich ja nicht, weil du brauchst halt nur wild rumklicken und dann irgendwas findest du damit schon. Ja. Naja gut, theoretisch suche ich schon danach, aber ja, manchmal braucht man halt doch den einen oder anderen Tipp. Ja, wenn ihr Wimmelbild-affin seid, dann ladet euch doch die Demo runter. Zurzeit gibt es irgendwie in Steam massenhaft Wimmelbild-Demos. Ich weiß nicht, was zurzeit wieder los ist, ob es da irgendwie einen besonderen Sale gibt oder irgendwas. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle viele wieder auf der Demo-Liste erschienen. Ladet es euch doch mal runter, probiert es selber aus. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns wissen mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao.